Kita Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik. Ich bin heute im katholischen Kindergarten St. Sebastian in Gilching. Das hat den Grund, dass ich gern mir den Konzeptschwerpunkt Hilf mir, es selbst zu tun anschauen möchte. Und der wird hier bei Ihnen schon sehr lange gelebt. Ja, also ich bin bereits seit über 20 Jahren hier bei uns im Haus und dieses Konzept gab es schon vor meiner Zeit und wir überarbeiten es einfach immer wieder. Renate Fischer ist die Leitung des Kindergartens St. Sebastian. Ein Kindergarten, der dieses Montessori-Motto, diesen Schwerpunkt aufgenommen hat, ohne Montessori-Einrichtung zu sein. Und wie das funktioniert und warum das auch so wichtig ist und vor allem, was es den Kindern auch bringt, darüber sprechen wir heute im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt, schön, dass Sie dabei sind. Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik. Hilf mir, es selbst zu tun, das ist das Motto des Kindergartens St. Sebastian in Gilching. Bei mir ist Leitung Renate Fischer, grüß Sie. Hallo Frau Schmidt, guten Tag. Hilf mir, es selbst zu tun, ein schönes Motto, man kennt das von Maria Montessori. Warum ist Ihnen das hier im Haus so wichtig? Wir sehen, dass die Anforderungen, die an die Kinder später in ihrer Berufswelt gestellt werden und auch in ihrem Leben einfach sehr viel größer werden, immer mehr werden. Und wir müssen alle jeden Tag Probleme lösen. Und wenn ich als Kind nicht lerne, wie kann ich ein Problem lösen oder wo kann ich mir Hilfe suchen, dass mir jemand bei meinem Problem hilft, bin ich aufgeschmissen heute. Und das können die Kinder heute spielerisch im Kindergarten lernen und da versuchen wir sie einfach zu unterstützen. Was wären da so Beispiele, wo Sie sagen, da erleben wir das? Also eigentlich ganz banale Geschichten. Das geht los beim Reißverschluss zumachen von einer Jacke. Muss ich lernen. Ist für uns als Erwachsene heute selbstverständlich. Hinlang, Reißverschluss zu, fertig, Jacke ist geschlossen. Kinder können das am Anfang nur nicht und sie möchten das lernen. Sie wollen selbstständig werden. Und jetzt stehe ich vielleicht als Dreijähriger da und kann das nicht. Dann was habe ich für Möglichkeiten? Ja, ich kann mich hinstellen und kann weinen und brüllen und schreien, aber bringt mich erstmal in meinem Problem nicht weiter. Ich kann aber auch suchen, ob ich jemanden finde, der mir vielleicht hilft. Und da brauche ich nicht immer unbedingt einen Erwachsenen. Da kann ich vielleicht auch einfach ein älteres Kind fragen, das mir hilft. Und dann ist mein Problem schon mal gelöst. Also ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie ich mein Problem lösen kann. Wir Erwachsenen sind eher die, die unterstützend dastehen, also die mit dem Kind gemeinsam versuchen, dieses Problem, in dem Fall den Reißverschluss, zu lösen. Also wie kann ich den zumachen? Wie muss ich hinlangen? Beim Dreijährigen müssen wir natürlich noch sehr viel mehr mithelfen, wie jetzt vielleicht bei einem 4-, 5-, 6-Jährigen. Und natürlich gibt es auch diese typischen Reißverschlüsse, an denen selbst wir Erwachsenen scheitern. Aber darum geht es einfach, dieses wie löse ich mein Problem und nicht einfach nur wir Erwachsenen gehen hin und lösen das Problem, sondern ich muss mein Problem selbst lösen können. Wie mache ich das? Und da versuchen wir die Kinder einfach ganz arg zu unterstützen. Merkt man da Unterschiede, wie Kinder das auch von zu Hause gewohnt sind, ob ihnen alles abgenommen wird oder sie auch ja was ausprobieren dürfen? Ja, auf alle Fälle. Also man merkt, wie viel wird ihnen da abgenommen und wie viel dürfen sie einfach selber probieren. Wir merken aber tatsächlich auch den Unterschied, waren Kinder die ersten 3 Lebensjahre zu Hause oder waren sie schon in der Kinderkrippe, weil auch da müssen sie sehr viel mehr schon alleine machen. Jetzt klingt das alles, was Sie beschrieben haben, sehr logisch oder nach gesundem Menschenverstand. Muss man sich es trotzdem als Team immer wieder auch bewusst machen, so ein Konzept? Das Schöne ist tatsächlich bei uns, das ganze Team lebt es. Das hat jeder von uns verinnerlicht und steht hinter diesem Konzept. Aber natürlich muss man sich es immer wieder eigentlich aus dem Hinterkopf so nach vorne holen und nochmal drüber nachdenken und im Team auch diskutieren. Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Müssen wir was verändern? Haben wir irgendwie was vergessen? Man muss einfach immer wieder hinterfragen und schauen, machen wir das eigentlich noch, was wir mal schön aufs Papier geschrieben haben. Also diese Konzeptarbeit, die ist sehr wichtig. Sie haben das Konzept schon sehr lange. Hat sich was verändert über die Zeit? Es verändert sich immer wieder ein bisschen. Das sind tatsächlich ganz oft nur so Kleinigkeiten, weil sich ja auch ein Team immer wieder verändert, wobei wir toi 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 zum Glück ein sehr stabiles Team haben, ein sehr konstantes Team. Aber natürlich, also die Ansprüche von außen verändern sich, die Gegebenheiten verändern sich, die Kinder verändern sich, die Wünsche der Eltern verändern sich, unsere Wünsche verändern sich und dementsprechend muss man immer wieder so Kleinigkeiten nachjustieren und anpassen. Aber nichts, wo man jetzt sagen könnte, es ist weltbewegend, was wir verändern mussten. Das sind immer Kleinigkeiten.
Sie haben gesagt, das Team hat das verinnerlicht. Jetzt haben Sie natürlich auch immer mal wieder neue Mitarbeiter. Also Sie weisen dann aber schon auch auf diesen Konzeptschwerpunkt besonders hin. Ja, natürlich. Also das ist tatsächlich in den Vorstellungsgesprächen. Und wie gesagt, toi, 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 wir müssen sehr wenige führen. Sprechen wir mit den Leuten, die sich bei uns bewerben, auch darüber. Und man merkt ganz schnell in einem Gespräch, wenn jemand hinter so einem Konzept nicht steht. Die haben dann meistens auch gar keine Lust, bei uns zu arbeiten, weil wie gesagt, das ist zeitaufwendig. Das ist es wahrscheinlich auch einfach das im Alltag, warum vielleicht Eltern oder natürlich auch Pädagogen sich manchmal davor scheuen, weil man hat den Reißverschluss sehr viel schneller selber zugemacht, als dass man da abwartet als Mama, als Papa. Ja, natürlich. Und das ist das Leben. Das passiert zu Hause und ich habe da vollstes Verständnis, gerade in der Früh, wenn es pressiert und man muss in die Arbeit und die S-Bahn erwischen und Kinder noch im Kindergarten abliefern. Da habe ich auch vollstes Verständnis dafür und tatsächlich passiert das bei uns auch, dass wir mal sagen, du, ich weiß, du kannst das eigentlich selber, aber lass dir schnell helfen, uns pressiert es, wir müssen weiter. Das ist das Leben. Man kann nicht immer alles so machen, wie man es gerne hätte. Ja? Manchmal ja, spielt das Leben einfach mit rein. Aber das gehört auch dazu und auch das müssen Kinder erleben und kennenlernen. Jetzt haben Sie vorher schon gesagt, was ein Kind natürlich langfristig davon mitnimmt. Wie merkt man das kurzfristig auch? So eine Kindergartenzeit ist auch auf jeden Fall mal 3 Jahre lang, wie sich da ein Kind entwickelt. Es ist wunderschön zum Beobachten und man sieht das relativ schnell, weil die Kinder einfach selbstbewusst werden, weil sie feststellen, ich kann was verändern. Also ich selbst als Dreijähriger kann schon was verändern, weil ich vielleicht etwas schon kann, was ein anderer noch nicht kann. Und dann darf ich dem helfen. Also es steigert wahnsinnig das Selbstbewusstsein unserer Kinder. Und die Großen, unsere Vorschulkinder, mit was für einem Selbstbewusstsein, die in die Schule gehen, dieses ich kann das schaffen, egal was da kommt, ich schaffe das alles, sieht man sofort. Also das ist ganz toll zu beobachten über die 3 Jahre hinweg. Und wie stolz auch dann unsere Vorschulkinder sind, weil wir ganz oft sagen, kannst du nicht helfen? Und die wahnsinnig stolz drauf sind eben, dass sie den Kleineren jetzt auch helfen können und ganz oft auch zu uns sagen, bleib du sitzen, ich mach das, ich kümmere mich darum. Also die uns gar nicht mehr brauchen. Und auch ein Stück Verantwortung einfach übernehmen, ganz toll. Genau, die dann tatsächlich auch die Verantwortung mit übernehmen. Und das ist wunderschön zum Beobachten. Und natürlich habe ich auch mal mit den Kindern hier im Kindergarten St. Sebastian in Gilching gesprochen. Und ich habe gehört, dass ihr auch immer mal den Kleinen helft, oder? Mhm, ja. Bei was brauchen denn die Kleinen Hilfe oder Unterstützung? Vielleicht manchmal beim Anziehen und so vielleicht. Und so bei anderen Sachen. Was können die denn da noch nicht so gut? Naja, so beim Sachen anziehen zum Beispiel. Und machst du das gerne, denen auch mal was zu zeigen? Mhm, ja. Wie ist es bei dir? Hilfst du auch manchmal den Kleineren? Ja. Bei was zum Beispiel? Auch beim Anziehen und Schuhe zuzubinden. Hilfst du auch manchmal den kleinen Kindern? Ja, manchmal schon. Bei was brauchen die denn so Hilfe noch von euch Großen, die ihr schon alles könnt? Beim Rauslegen, die Hosenbeine über die Gummistiefel machen, Jacke zu machen und das Gummiband unter die Stiefel machen. Aha, von der Matschhose, gell? Mhm. Das ist auch ganz schön schwierig. Ja. Aber für dich nicht mehr? Nee. Renate Fischer ist hier die Leitung des Kindergartens St. Sebastian in Gilching. Und Kinder entwickeln auch manchmal vielleicht ganz andere Strategien, als wir uns das vorstellen als Erwachsene. Und das ist auch gut so. Das ist sehr gut so, weil das Ergebnis muss passen für denjenigen, der den Weg geht. Und bloß weil ich mir einen anderen Weg denke, muss der noch lange nicht richtig sein. Unsere Aufgabe ist einfach drauf zu gucken, passiert auf dem Weg nichts. Da müssen wir einfach dann ganz viel unseren Augenmerk mit drauf haben und einfach auch Vertrauen in die Kinder haben. Das heißt aber, es gibt auch Grenzen des selber Ausprobierens auf jeden Fall, oder? Definitiv. Dann, wenn es gefährlich wird, dann ist einfach eine Grenze erreicht. Also da müssen wir dann einschreiten. Ganz einfaches Beispiel, mit der Schere in den Finger schneiden ist halt gefährlich. Da ist halt so eine Grenze erreicht, wo wir sagen müssen, du, geht nicht. Da darfst du nicht selber ausprobieren. Jetzt sehe ich da im Gruppenraum so eine Kiste mit so dünnen Baumscheiben einfach. Ja, das war tatsächlich mal und stand von einem Baum ein großer Ast im Weg und das war gefährlich. Und wir hatten einen ganz tollen Opa, der uns den abgesägt hat und der gemeint hat, ach, er sägt uns da so dünne Baumscheiben dann.
Und wir Erwachsenen würden jetzt dastehen und sagen, jetzt sind ja nur Baumscheiben, was soll denn der Schmarrn? Und das ist wieder genau diese Geschichte. Wir Erwachsenen sind zu verkopft und den Kindern fallen einfach die witzigsten, tollsten Sachen damit ein, was sie damit bauen und spielen können. Einfach Fantasie walten lassen. Das ist nämlich auch was, die Fantasie, das hatten wir vorher gar nicht gesagt, wird auch noch angeregt. Ja, stimmt. Und das ist, Fantasie braucht Zeit und Platz, dass sie sich entfalten kann. Und lustigerweise haben wir festgestellt, dass auch aus Langeweile, was ja Kinder auch manchmal haben, wahnsinnig tolle Sachen entstehen können. Also auch die Langeweile braucht Platz und Zeit und hat ihre Berechtigung. Die Langeweile, die kann auch wunderbar entstehen, eben eigentlich, wenn man nicht 100 Angebote hat, sondern ich habe mich jetzt gerade hier umgehört im Freispiel. Ganz genau, ja. Und je weniger Sachen vorgegeben sind, desto mehr Kreativität entsteht eigentlich. Und dafür sind eben gerade diese Baumscheiben auch wunderbar. Merken Sie auch, dass Eltern dieses Konzept schon sehr wertschätzen, sich vielleicht bewusst auch für eine Kita mit so einem Konzept entscheiden? Oh, gute Frage. Ich hoffe es. Also ich hoffe tatsächlich, dass dieses Konzept mit ausschlaggebend ist dafür, dass sie sich für uns, unser Haus entscheiden. Ob es tatsächlich manchmal auch andere Ansätze gibt, warum sich Eltern für unser Haus entscheiden, gibt es garantiert auch. Aber ich glaube, dass die Eltern dieses Konzept merken und spüren und durchaus als positiv wahrnehmen. Jetzt hat das auch ganz viel mit Mitbestimmung zu tun, wenn ich selber entscheide oder überlege, wie ich etwas mache. Etwas, wovon man die Bedeutung vielleicht in den letzten 20 Jahren immer mehr erkannt hat. Das ist Ihnen auch ganz wichtig, oder? Ja, weil das ist unsere Zukunft, die hier bei uns jeden Tag ein- und ausgeht. Die sollen unsere Zukunft gestalten und ihre eigene Zukunft auch gestalten. Und da wollen wir sie hinbringen, dass sie das schaffen. Fällt es auch dem einen Kind dann aber schwerer oder leichter als dem anderen oder nicht? Doch, natürlich. Es gibt, wie jeder Mensch so seine Stärken hat und Punkte hat, wo er ein bisschen noch dran arbeiten muss, ist das auch bei den Kindern so. Es sind bloß kleinere Menschen wie wir und es gibt Kinder, die interessiert es nicht. Die möchten gerne einfach, dass ihnen jemand sagt, mach so und so. Und die sind damit auch zufrieden. Und ich finde, auch das hat seine Berechtigung. Und dann gibt es Kinder, wo man merkt, so, die wollen ganz viel selbst entscheiden und ausprobieren und machen und tun, trauen sich aber vielleicht noch gar nicht. Und die brauchen eben so ein bisschen diese Unterstützung von uns, dass sie das hier machen dürfen. Das Fördern von Selbstbewusstsein, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das versuchen Sie durch dieses Konzept. Gibt es noch andere Schwerpunkte, wo Sie sagen, da versuchen wir das dadurch zu fördern? Weil es ist ja eine ganz, ganz wichtige Kompetenz. Selbstbewusstsein fördert man eigentlich ab dem Moment, wo die Kinder reinkommen und Guten Morgen sagen, weil sie gehen ja selbstständig rein. Also sie verabschieden sich alleine von den Eltern, sie kommen alleine rein. Und der ganze Tagesablauf ist eigentlich auf diese Förderung ausgelegt. Was ich immer ganz, ganz lustig finde und ganz schön finde, ist, und das vergisst man ganz oft, dass das ja auch was mit Förderung von Selbstständigkeit zu tun hat, ist, wenn die Kinder zum Beispiel zum Kuscheln kommen. Ich muss mich ja auch trauen, dahin zu gehen zu der erwachsenen Person und zu sagen, ich möchte jetzt kuscheln, das ist mein Bedürfnis, ich brauche das jetzt. Und auch da, wenn wir nur mit einem Kind auf dem Schoß da sitzen und mit dem kuscheln, weil es das jetzt braucht, allein das ist schon Förderung vom Selbstbewusstsein. Also kann ich bei den einfachsten Sachen sehen. Also gibt es ganz, ganz viele Sachen, die mit diesem Konzept gefördert werden. Ja, tatsächlich der ganze Tag wird mit diesem Konzept gefördert. Man kann das auf alle Lebensbereiche umsetzen, dieses Konzept. Und es ist egal, ob bei Kindern, bei Erwachsenen, bei Jugendlichen, dieses Konzept kann ich meinen Lebtag lang für mich selbst auch für mein Leben anwenden. Und ich werde immer irgendwie davon profitieren. Da hört man auf jeden Fall auch die Bedürfnisorientierung raus. Das heißt, Ihr Tagesablauf ist auch vielleicht nicht mehr so strikt gestaltet, wie er vielleicht ganz früher mal war. Oder wie kann man das sagen? Doch, er ist schon noch relativ strukturiert. Wie früher tue ich mir immer so schwer, weil wann war früher? Gestern war auch schon früher. Absolut. Drum bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Wir haben gewisse Strukturen, die einfach laufen müssen. Also wir kriegen zu einer bestimmten Uhrzeit unser Mittagessen geliefert. Wir müssen zu einer bestimmten Uhrzeit Mittag essen, weil ja dann auch das Geschirr weitergemacht werden muss. Also diese Strukturen sind schon da. Aber sie sind beweglich. Es sind bewegliche Strukturen, die sich einfach dem Alltag anpassen müssen. Sie haben dieses Motto Maria Montessoris übernommen, sind aber eben keine Montessori-Einrichtung. Ganz genau, ja. Also uns gefällt einfach dieses Motto, hilf mir es selbst zu tun, weil das eben unsere Arbeit, finde ich, wahnsinnig gut beschreibt.
Aber ansonsten sind wir kein Montessori-Kindergarten. Und wollen es auch nicht werden? Nein, tatsächlich nicht. Und es bräuchte wahnsinnig viel Ausbildung fürs komplette Team für eine Montessori-Einrichtung. Und nein, wir sind ein Regelkindergarten, der sich da den für uns schönen Part rausgepickt hat. Also man merkt auf jeden Fall, Ihnen macht es auch großen Spaß. Ja, ansonsten kann man, glaube ich, keinen Beruf gut machen. Ich finde, man muss jeden Beruf mit Herzblut machen und sonst, glaube ich, macht man ihn nur halb. So ein Schwerpunkt, der schafft eben auch im Team einen Zusammenhalt und macht vielleicht für manche, die scheiden dann von vornherein aus, und aber er schafft eben auch einen Zusammenhalt und manche spricht er eben auch besonders an. Und das ist das Schöne, wenn man so ein Profil hat. Ja, sehe ich auch so. Und das ist, so widersprüchlich es sich vielleicht anhört, dieses Profil schafft auch einen Rahmen, in dem man sich total schön bewegen kann. Also ich würde es ihm nicht als Grenzen aussprechen, sondern wirklich als Rahmen. Es bildet einen Rahmen für uns als Team auch, in dem wir uns total schön bewegen können. Und letztendlich gilt vielleicht das Gleiche wie für die Kinder, auch für die Pädagogen: ausprobieren. Ausprobieren und Ausnahmen bestätigen die Regel. Sehr schön. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Renate Fischer, Leitung des Kindergartens St. Sebastian in Gilching. Hilf mir, es selbst zu tun, das war heute unser Thema im Kita-Radio. Und mein Name ist Steffi Schmidt und Sie bekommen hier noch den Medientipp. Der Kita-Radio-Medientipp. Montessori für Eltern. Simone Davids großes Montessori-Buch unterstützt Familien, Ruhe, Schönheit und Achtsamkeit in den Alltag zu bringen. Vom Babyalter an schaffen Eltern eine Umgebung für Kinder, in der sie frei und doch geborgen aufwachsen können. Selbstständigkeit entwickelt sich aus der intrinsischen Motivation des Kindes, wenn es naturnah und nach dem Minimalismus-Prinzip Montessoris aufwachsen kann. Anhand vieler Beispiele, Fotos und Illustrationen zeigt die Autorin Wege, Kinder spielerisch in das tägliche Leben der Familie einzubeziehen. Ohne ständige Bespaßung und umgeben von ausgewählten Materialien wird das Kind sein eigenes Tempo und den eigenen Rhythmus finden. Montessori für Eltern ist bei Belz erschienen und kostet 24,95 Euro. Das war der Kita Radio Medientipp. Mehr Tipps zum Thema gibt's in unserem Kita-Radio-Newsletter. Den bekommen Sie auf kitaradio.de. Die nächste Folge Kita-Radio gibt's kommende Woche Donnerstag ab 19 Uhr im MKR und überall, wo es Podcasts gibt.